Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Saga Thrones of Britannia. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind nochmal ein bisschen mit Thrones of Britannia zurück. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier ein bisschen was übersprungen. Wir sind im Jahr 896 nach Christus. Ich sage ganz kurz, was ich so in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich hatte mal eine Zeit lang Krieg mit Dublin. Und habe Dublin hier einige Regionen auf der irischen Insel abgenommen. Insgesamt waren aber viele Dinge, die ich jetzt nicht so zeigenswert fand, viele kleinere Scharmützel. Und wir werden heute den Krieg aber gegen Northumbria, unseren Rivalen, vorbereiten, sodass wir heute dann eigentlich mehr zu sehen bekommen. Den Sklavenmarkt hier, den reißen wir übrigens ab, auch wenn der eigentlich ziemlich gut ist, ne? Der bringt halt viel Kohle ein, aber der senkt halt die öffentliche Ordnung, und solange man so eine Provinz nicht vollständig kontrolliert, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir da nicht zu sehr auf den Putz hauen. Ich muss übrigens dazu sagen, dass heute ist jetzt nochmal ein zweites Voice-Over. Mein Mikrofon wurde nicht aufgezeichnet, denn ich hatte mein Audio-Interface in einem USB-Port drin, den das irgendwie nicht unterstützt hat. Hat mich ein bisschen geärgert. Ich sag noch mal ganz kurz was zu dieser Fraktion hier. Die habe ich merkwürdigerweise, das war ganz komisch, die hatten zwei Provinzen hier. Das ist eine Wikinger-Fraktion, wie ihr eben an den Einheiten sehen konntet. Die Siedlung, da habe ich eingenommen und dann bekam ich die Option, die zu befreien. Dann habe ich die befreit und habe dann da aber eine Wikinger-Fraktion befreit. Und vielleicht war das ein Anzeigefehler und eigentlich hätte da unterwerfen stehen sollen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich jetzt so eine Wikinger-Fraktion als Vasall hier in meinem Königreich. Das finde ich irgendwie total merkwürdig. Und ihr könnt auch sehen, ich werde mir die jetzt mal hier kurz anzeigen, dass ich da schon krasse Mali auf die halt bekomme. Minus 30 allein durch kulturelle Vorurteile, ne? Also, das ist irgendwie, ja, vielleicht kündige ich die irgendwann nochmal auf. Aber momentan ist es erstmal ganz okay soweit. Ja, genau, wie ihr seht übrigens, ansonsten mit unseren anderen Vasallen läuft es ganz okay. Wir können die Vasallen hin und wieder, habe ich mal überlegt, ob wir da mal einen aufkündigen, aber da sehe ich jetzt auch noch nicht so den Bedarf zu. Es wird für uns aber wichtig sein, die Vasallen ordentlich zu managen. Naja, und wie gesagt, heute bereiten wir alles vor, um gegen Northumbria Krieg zu führen. Gegen die wollen wir bald auch Krieg führen. Ich habe auch noch mal ein paar Armeen aufgestellt und ihr seht auch hier auf der Karte schon, dass sich ein Großteil unserer Armeen gerade Richtung Norden bewegt. Wikinger-Invasion konnten wir bisher durch unsere Vasallen eigentlich immer ganz gut kompensieren. Meistens war es also so, dass unsere Vasallen angegriffen wurden. Ja, der diplomatische Status für uns hier, seht ihr, unser großes Vasallenreich, also wir kontrollieren schon die südliche Hälfte Englands, eigentlich mehr oder weniger vollständig. Und bei Northumbria sehen wir auch, dass die schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die kontrollieren tatsächlich gar nicht mehr so viel, aber ihre Vasallen sind halt auch noch da. Für uns aber auf jeden Fall eine ehrenhafte Aufgabe. Ja, was können wir noch schaffen? Ihr seht hier, die Siege in der ersten Kategorie der kurzen Kampagne haben wir schon alle erfolgreich absolviert. Jetzt könnten wir noch schauen, ob wir die langen Siege noch schaffen, um dann halt endlich den ultimativen Sieg zu bekommen. Und ich habe gehört, das soll tatsächlich noch ein bisschen sehenswert sein, aufgrund der einzelnen Events, die da noch kommen. Und insofern möchte ich das auch eigentlich ganz gerne dann machen. Unsere Armeen haben wir jetzt erstmal schon alle so weit bewegt. Ich werde auch gleich die Runde beenden. Und der ultimative Sieg ist vielleicht hier ganz erstrebenswert. Es soll ja auch noch so eine abschließende Schlacht gegen diese große Wikinger-Armee, die vielleicht irgendwann noch ankommt. Wobei mir ein Zuschauer geschrieben hat, bei ihm ist sie gar nicht gekommen und er hat sich darüber ein bisschen geärgert. Kann ich natürlich vollkommen verstehen. Also finde ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Es soll wohl noch eine große Schlacht gegen die Wikinger geben. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob die bei uns kommt. Aber vielleicht tragen wir ja vorher schon den ultimativen Sieg davon. Wäre ja auch eigentlich ganz cool, ne? So, als allererstes kümmern wir uns noch um die letzten verbliebenen Provinzen hier bei uns in der Nähe, die noch nicht zu Northumbria gehören. Und da sehen wir zum Beispiel hier,
dass da noch zwei kleinere Provinzen links und rechts neben uns sind mit Burgen. Unser Kriegseifer momentan bei 65. Wir bekommen den ultimativen Vorteil: plus 5 für die öffentliche Ordnung, plus 15 Ruhm, 20% mehr Bewegungsreichweite, 10% mehr Einheitenmoral. Und jetzt haltet euch fest: 40% Verstärkungschance für alle Einheiten in der Rekrutierungsgruppe. Das ist ein super mächtiger Vorteil und insofern sehr gut, dass wir hier den hohen Kriegseifer momentan halten. Also, das ist ganz entscheidend einfach. Und naja, wir haben halt schon sehr schöne Boni jetzt insgesamt dadurch, ne? Öffentliche Ordnung ist dadurch momentan tatsächlich kein gravierendes Problem und wir können unsere Städte auch immer sehr schön ausbauen. Wir erwarten eure Befehle. Ich habe noch ein paar kleinere Armeen aufgestellt, die ich versuchen werde zu nutzen, um die kleineren Siedlungen auch einzunehmen. Ich bin konsequent immer auf diesen Quartiermeister- und Streitervorteil gegangen. Und Wildbeuter habe ich dann immer als drittes gewählt. Also sind die sehr stark spezialisiert. Es könnte vielleicht nochmal ganz sinnvoll Die sein, die letzten erstmal Tage des als Feindes. Generäle hier zu nutzen und dann erst später zu na, wie heißt es, und dann erst später zu Statthaltern zu machen, um ihnen als Generäle schon gute Statthalter-Skills mitzugeben. Aber das habe ich jetzt hier noch nicht so exzessiv gemacht. Ich bin jetzt halt mal gespannt, wer hier als erstes Niemals. Lichtsburg oder was auch immer einnimmt. Bei den Namen tue ich mich immer noch ein bisschen schwer. Da müsste es echt so ein Tutorial geben, wie man die Namen ausspricht, so im Spiel. Oder man müsste sich die Namen irgendwie vorlesen lassen können. Das wäre echt mega cool. Alphabetisch gesehen müsste eigentlich unser Vasall zuerst dran sein und dementsprechend dann auch diese Rebellensiedlung einnehmen. Wir könnten aber auch hier die Chance nutzen, um einfach schon diesen kleineren Staat, Snottingham hier, um die Die Männer stehen so ein zum bisschen Dienst zu bereit. überrumpeln. Erstmal da oben deren 20er Armee vernichten und dann hier unten schon mal die erste Siedlung zu Wie gewohnt. belagern. Das Dumme ist, wir werden auf jeden Fall einmal einen Border Wars Modifikator von minus 3 Punkten bekommen, weil wir ja die Siedlung nicht so schnell einnehmen können. Das ist noch ein bisschen Wir werden schade. unser Aber ich Möglichstes glaube, wir werden tun. jetzt hier gleich den Krieg erklären. Schade halt nur, dass unser Nein. Vasall hier nicht verstärken kann, wenn wir den Krieg erklären werden. Die Männer stehen zum Ja. Dienst Da bereit. könnten wir jetzt durch das Territorium laufen. Aber wir können die Armee halt auch hier stehen lassen, um dann die Vasallen von Northumbria Platz zu machen. Müssen wir mal gucken. Euer Besuch kommt zu ungelegener Wir erklären Zeit. ihm jetzt den Krieg. Und die Vasallen machen auch alle mit. Wir Das sind ist ganz bereit, euch fantastisch. entgegenzutreten. Heliarborg, mit denen sind wir jetzt im Krieg. Wir Da wird sind die die Stadt direkt neue Macht. belagert. Garnison ist relativ schwach. Greift den Feind an. Angriff, Männer. Aber die werden wir auf jeden Fall rushen. Wir erwarten eure Befehle. Ja, und die Todbringer werden wir jetzt angreifen. 6 Kommandopunkte hat er. Zögern. Hat noch keine hohe Stufe, aber naja. Ihr seid an meiner Tür nicht willkommen. Hier müssen wir mal gucken, ne, dass wie sich das mit der Viele öffentlichen Männer wollen sich Ordnung beweisen. entwickelt. Da wollte das Spiel aus Versehen, dass ich meinen Vasall Ruhm angreife. erwartet uns. So, wir machen jetzt erstmal hier die Revolte da, oder die, entschuldige, nicht die Revolte. Wir machen jetzt hier erstmal diese Armee platt. Das ist erstmal die wichtigste Maßnahme. Einheiten sind teilweise geschwächt, sie ist aber gar nicht so schlecht. Er hat relativ viele Axtkämpfer, da, vor denen müssen wir uns natürlich in Acht nehmen, weil wir halt auch so viele schlechte Speerkämpfer haben, ne? Bogenschützen sind wir ein bisschen, sind wir ausgeglichen, wobei er eine qualitativ bessere Einheit drin hat. Kavallerie haben wir ein bisschen weniger auch als er. Wir haben halt die Tarne. Wir haben halt sehr viel Schwertkämpfer. Eigentlich müsste sich das im Gefecht für uns positiv auswirken, weil gerade ja auch die Schwertkämpfer gut darin sind, längerwierige Nahkampfkämpfe zu bestreiten. Die Schwertkämpfer, nicht die Speerkämpfer, habe ich glaube ich gesagt, ne? Wir sortieren die Einheiten mal gerade ein bisschen um. Ich habe immer gerne Speerkämpfer auf der Flanke sitzen, damit wenn Kavallerie kommt, die sofort abgefangen werden kann. Also mein Standardmanöver gegen die KI ist es dann eigentlich immer eher, halt hinzugehen und die
Kavallerie mit meiner Kavallerie abzufangen und dann noch einen Speerkämpfer mit dazu ins Rennen zu schicken. Und meistens funktioniert das dann recht gut. Die Axtkämpfer setzen wir als Schocktruppen ein. Aufstellung machen wir nicht zu dünn. Allerdings, unser General, der ist so ein bisschen schwach auf der Brust. Eine kompakte Aufstellung ist hier auf jeden Fall ganz gut. Auch damit die gegnerischen Axtkämpfer uns nicht sofort durchbrechen können, wenn sie uns angreifen. Auf den General passen wir natürlich in der Schlacht auf. Bogenschützen stellen wir ganz nach vorne. Ich spekuliere aber drauf, dass wir nachher mit der Kavallerie seine Flanke umrunden können, um ihm dann die Fernkämpfer mit der Kavallerie aufzureiben. Weil ich gehe nicht davon aus, dass seine Kavallerie das gegen einen Speerkämpfer und unsere Tarne durchhält. Die stellen wir jetzt erstmal zentral auf, aber auch die Axtkämpfer kommen eher auf die Flanke. Und die Axtkämpfer mit Schild nehmen wir mal in die reguläre Schlachtreihe mit rein. Die Axtkämpfer ohne Schild, die sind ja eher so eine Schockinfanterie und da bietet sich das eher an, die auf der Flanke zu positionieren. Damit man mit denen auch umrunden und die dann in den Rücken schicken kann. Also gegen wen wollen wir denn frontal anstürmen? Eigentlich gegen keinen, ne? Wir müssen ja immer damit rechnen, auch in den Speerwall reinzurennen, in den Schildwall reinzurennen. Wenn wir frontal stürmen, die KI versucht ja auch den Schildwall für sich zu nutzen. Momentan halt noch nicht so clever, aber sie versucht es halt schon. Ja, und da wollen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen. Deswegen sind die Axtkämpfer eigentlich im Rücken des Feindes ganz verheerend, ne? Weil wir von vorne halt wegblocken mit unseren starken Schwertkämpfern und den schwachen Speerkämpfern, aber dann halt eben die Einheiten, die verheerenden Axtkämpfer in den Rücken manövrieren. Unser Gegner hat dementsprechend auch natürlich Einheiten, die stark im Ansturm sind und das ist dann für uns dann eine wichtige Überlegung, ob wir dann selbst auch unsere unseren Schildwall nutzen wollen. Hier, da diese Breitaxtkämpfer da, die machen mir halt echt so ein bisschen Sorge. Die sind halt auch gerade bei. Die sind halt auch gerade gegen Schwertkämpfer relativ übel im Ansturm. Also Schwertkämpfer sind auch nicht die besten Einheiten, um einen Ansturm abzuwehren. Das sind halt typischerweise eben die Speerkämpfer. Aber gut zu sehen, erstmal hier, dass bei unserer Hauptschlachtordnung eigentlich alle Einheiten den Schildwall beherrschen und ich glaube, wir werden ihn auch in dieser Schlacht tatsächlich brauchen. Ich finde es übrigens nach wie vor immer noch ein bisschen merkwürdig, dass bei dem Schildwall im Tooltip halt nicht explizit drin steht, dass das die effektivste Form der Abwehr von Anstürmen ist, also ob das jetzt Kavallerie ist oder Infanterie, sondern im Tooltip steht halt tatsächlich drin, dass es effektiv ist, um Pfeile abzuwehren. Und das ist, natürlich benutzt man auch deswegen den Schildwall, das ist halt vollkommen klar. Es ist ja eine ganz wichtige Kampfformation in dieser Zeit. Und CA hat es auch in einem Video gesagt, aber der Tooltip sagt es halt noch nicht. Das finde ich irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Aber es ist de facto auch so. Wir ziehen hier die Kavallerie einmal auf die linke Flanke rüber, weil er seine linke Flanke auch mit Kavallerie verstärkt hat. Und ich denke, dass wir da gut rüberreiten können. Hier sehen wir übrigens mal sehr schön, wie die Einheiten so hinter unserer Schlachtreihe vorbeigehen. Vorsicht, Axtkämpfer, Achtung. Ja, siehst du, da ist schon einer hängen geblieben. Ne? Und Achtung, Vorsicht, au, au, au. Da müssen wir auch ein bisschen gucken. Also optisch ist es echt schon cool gemacht. Ne? Ich mag die Schlachten. Ich mag die Schlachten sehr. Also die gefallen mir einfach gut. Hier in der Mitte, da ist so ein ausgetrockneter Sumpf oder was auch immer das ist. Da können wir nicht durchlaufen. Da müssen wir drum rumlaufen. Wir versuchen das hier zu unserem Vorteil zu nutzen. Sofern wir das hier wirklich machen können. Jetzt sehen wir auch, die KI bewegt sich schon auf uns zu. Und wir stellen jetzt mal einfach unser Zentrum in den Schildwall.
Und jetzt kommt hier mein Manöver. Speerkämpfer und Kavallerieeinheiten. Hier die Einheiten, die holen wir wieder aus dem Schildwall raus. Die nehmen wir jetzt auch mit. Die schicken wir jetzt einmal um die Flanke rum und dann nehmen wir auch noch die Kavallerie mit und da versuchen wir dann seine Kavallerie mit abzufangen. Axtkämpfer müssen schon auf die Flanke jetzt rüber. Jetzt versuchen wir hier seine Kavallerie zu binden. Und die KI hat hier sichtbare Probleme. Auf unser strategisches Vorgehen hier zu reagieren. Die Axtkämpfer müssen wir jetzt mit den, die Speerkämpfer müssen wir jetzt mit den Axtkämpfern stürmen, aber ich glaube, wir schaffen das. Und hier versuchen wir jetzt mal gerade seine Kavallerie abzufangen. Die will nämlich schon wieder abhauen. Es gibt uns aber die Chance, die andere Kavallerieeinheit aufzureiben. Eine Kavallerieeinheit ziehen wir auch wieder raus. Hier oben auf der Flanke sind wir mittlerweile ganz gut fortgeschritten. Ich weiß auch nicht. Ich meine, steht er denn im Schildwall drin? Ich meine jetzt nicht, dass ich das gesehen habe. Vielleicht will er auch im Fernkampf duellen mit mir, aber das würde er auf Dauer. Das würde er wahrscheinlich auf Dauer auch gewinnen, aber ich versuche dann einfach halt gleich extrem viel Druck mit meiner Infanterie aufzubauen, ne? Und das machen wir jetzt auch. Jetzt gehen wir nämlich hier mal nach vorne. Unsere Speerkämpfer sind halt schlecht, ne? Sie kämpfen hier in Unterzahl, aber wir haben jetzt nochmal eine gute Einheit Axtkämpfer hinzugezogen und müssten das jetzt eigentlich schaffen. Und ihr seht auch hier, versuchen wir jetzt die Kavallerie zu binden und ihn mit der Infanterie zu umlaufen. Auch da sollten wir jetzt es schaffen, seiner Kavallerie den Rest zu geben. Wir aktivieren jetzt hier den Schildwall, weil ich da von einem Ansturm ausgehe. Das machen wir jetzt übrigens auch. Und da ist es dann natürlich auch sinnvoll, den feindlichen Beschuss abzuwehren. Unsere Kavallerie verfolgt gerade ziemlich arg. Das lassen wir mal noch nach Möglichkeit. Er hat eine Kavallerie ins Zentrum gezogen, wie ihr hier sehen könnt. Und wir versuchen jetzt, seine Fernkämpfer aufzureiben. Wir haben jetzt Einheiten auch in seinem Rücken. Vielleicht können wir gleich den General mal abfangen. Und ihr seht, er kämpft hier frontal überwiegend gegen unseren Schild, weil da hat er keine Chance gegen, ne? Da ist der Schildwall auch gut, um Verluste zu minimieren. Unsere Speerkämpfer flüchten jetzt allerdings leider auf der linken Flanke. Aber wir werden jetzt hier. Wir werden jetzt hier die Fernkämpfer aufreiben. Und ihr seht, er hat noch eine Kavallerieeinheit dazugezogen. Ich will nicht jede Schlacht mit Bündnisfarben spielen, aber ich fände doch insgesamt eine stärkere optische Diversifizierung der Fraktionen insgesamt sinnvoll. Und hier ist meine Maus irgendwie abgehauen aufgrund dieser. Dieses Perspektivwechsels. Wir haben aber den Schildwall raus und ziehen die Einheiten jetzt in Mitte. Jetzt machen wir hier kurz einen Prozess. Das wird jetzt, auch wenn wir die linke Flanke verloren haben, werden wir trotzdem auf Dauer gewinnen, weil wir schon im Zentrum so viele Einheiten aufgerieben haben. Da sind wir so ein paar Einheiten von uns in den Nahkampf gerannt, die nicht in den Nahkampf rennen sollten. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Kavallerie hier rausziehen. Die hat da nichts verloren. Die kämpft gerade gegen die Axtkämpfer. Also, die Axtkämpfer sind nicht so wahnsinnig stark im Nahkampf gegen Kavallerie, aber trotzdem auf jeden Fall eine veritable Bedrohung, wie ich finde. Und hier den Schildwall aus. Wir schießen jetzt hier auf seinen Speerkämpfer. Ich weiß nicht, warum die auf der Flanke stehen und nichts machen. Vielleicht kommt die KI nicht darauf klar, dass wir das Zentrum so abgeblockt haben. Das macht es natürlich für uns ein bisschen einfacher. Dafür wird es umso schwieriger, seinen General zu knacken. Ne? Das ist ein Level 3 General, der hat 3 Kommandopunkte, der hat eine vergrößerte Leibwache. Ne, und das wird dann schwierig. Unsere Einheiten, das war echt merkwürdig. Ich habe den Schildwall aufgelöst, den Bewegungsbefehl gegeben, aber sie haben den Bewegungsbefehl nicht ausgeführt, weil sie noch im Schildwall standen. Das ist ein Bug in meinen Augen, auf den man hinweisen sollte. Denn eigentlich sollten die Einheiten ja trotzdem den zuerst genannten Bewegungsbefehl noch ausführen, auch wenn der Schildwall noch nicht aufgelöst ist, weil sie ja ansonsten, wenn ich den Bewegungsbefehl setze, den Schildwall von selbst auflösen würden. Aber das kann man sich dann schenken, sondern man sollte die Einheiten dann direkt bewegen, denn der Schildwall würde automatisch aufgelöst werden. Hier einmal frontal ansturm in meinen Schwertkämpfer, der wird nichts bringen, weil da noch ein Speerkämpfer mit dabei ist.
den gegnerischen General haben wir in die Flucht geschlagen, aber der hat lange durchgehalten, auch gegen Überzahl. Jetzt nehmen wir nochmal die Speerkämpfer in Fokus. Und machen hier dicht, dass sie uns da nicht ins Zentrum reinlaufen, beziehungsweise das, was mal das Zentrum war, weil da sich da keine gegnerischen Verbände mehr befinden, brauchen wir das auch jetzt nicht unbedingt Zentrum nennen, wenn man frontal ansturmt, Speerkämpfer auf Speerkämpfer, und jetzt brechen wir sie nochmal mit einem Kavallerieansturm. Dann müssen wir tatsächlich den Großteil dieser Armee vollständig aufreiben können, ohne dass da irgendwas nennenswert übrig bleibt. Und ihr seht also bei den Schwertkämpfern geringe Verluste, ne? Also, na gut, bei einigen schon, ne? Die haben auch viel ausgehalten. Aber Verluste sind natürlich da auf der Flanke am größten, wo am meisten kompensiert werden musste. Und das war halt auf der linken Flanke, weil wir da tatsächlich zwei Nahkämpfe verloren haben. Jetzt räumen wir noch die Einheiten ab. Und dann sind wir gleich wieder da. Und ich schenke mir mal gerade einen Schluck zu trinken ein. Nein, ich bin nicht auf Toilette gegangen, ich wollte einfach nur einen Schluck trinken. Ich bin übrigens gespannt, was es für ein Sieg wird, also beziehungsweise ich weiß ja jetzt mittlerweile, was es für ein Sieg wird, weil ich das ja hier nachträglich nochmal mit Voice-Over mache, aber tatsächlich war ich da sehr gespannt, was das für ein Sieg geben würde. Wir haben einige Truppen verloren, also nicht die Hälfte, aber wir haben doch einen recht hohen Verlust, recht hohe Verluste gehabt. Insbesondere bei den Axtkämpfern, ne? Die wurden aber auch von allen Seiten attackiert, ne? Tja, was wird's? Also kein entscheidender Sieg, würde ich mal tippen, oder? Ein knapper Sieg. Na, immerhin noch einen Punkt Warfare gibt es dafür, oder zwei. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob die Anzeige oben rechts eben daher kam, dass jetzt halt einer von meinen Steam-Kollegen da gerade im Spiel war. Also ob das jetzt hier im Video war oder ob das jetzt tatsächlich eine Steam-Meldung war, aber ist jetzt egal. Tatsächlich nicht so entscheidend. Wir ziehen uns zurück, also ich gehe davon aus, dass das von meinen Vasallen eingenommen wird. Ich will die Provinz da nicht haben. Ich will die Provinz nicht haben, damit ich gegen Northumbria nicht zu viel Border Wars Modifikatoren bekomme. Und die Armee ziehen wir auch gleich nach unten, um dann die zweite Stadt zu belagern. Ja gut, die stehen natürlich jetzt nicht so gut für die Eroberung der Städte und diese Küstenprovinzen da einzunehmen. Das ist auch nicht so nice, aber wir laufen da schon mal in die Richtung. Weil ich würde das gerne möglichst schnell machen. Und hier können wir es vielleicht so einrichten, dass wir nicht direkt die Diplomatiestrafe bekommen, weil wir das Territorium durchqueren. Hier stellen wir uns direkt vor der Stadt mit der großen Armee auf. Die könnten wir bei Zeit nochmal aufrüsten. Ihr seht auch hier mehr Erfahrung, ne? Aber der Schmied fehlt halt noch. Und das wird nachher ein teurer Spaß, um die Einheit nochmal abzugraden. Also es wird bestimmt irgendwie 14.000 kosten. Alle Streitkräfte in Position. Genau, hier gehen wir in die befestigte Stellung, dann können wir auch so rekrutieren. Ah ja, nee, tatsächlich, das ist wirklich im Video drin. Ha, Easy Company, ja, mit dem habe ich noch ein bisschen gequatscht vorher. Genau, da muss ich übrigens ganz ausdrücklich sagen, er schrieb mir dann vorher, ja, ich wusste jetzt nicht, soll ich dich jetzt anschreiben, weil du gerade vielleicht aufnimmst oder so. Da kann man ganz generell sagen, wenn da steht beschäftigt bei mir als Status, dann bin ich auch wirklich beschäftigt. Also ich bin jetzt keiner, der den Status beschäftigt nimmt,
weil er sich einfach nur denkt so, boah, ey, ich habe gerade keinen Bock zu reden, sondern weil ich dann auch wirklich aufnehme. Also wenn ich den Status beschäftigt habe, dann nehme ich auch wirklich auf. Wenn ich im Online, einfach nur so im Online-Status bin, dann dürft ihr mich auch gerne anschreiben. Dann sollt ihr mich auch gerne mal anschreiben. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Also gerne, ne? Schreibt doch dann halt bitte was Sinnvolles. Also viele Leute schreiben dann einfach so, hi. Weiß ich halt nicht, okay, soll ich jetzt halt zurückschreiben oder so? Sondern schreibt doch, hey Günner, wie geht's dir? Erzähl mal oder so, ja? Also schreibt doch irgendwas, worauf ich auch eine Antwort geben kann. Das ist immer ganz gut zu wissen. Hier übrigens auch gerade, ne, nächste Armee, die wir jetzt hier zusammenschustern, die bekommt super Verstärkungsraten übrigens in dieser Provinz. Insofern ist das hier, glaube ich, eine ganz gute Aufstellung. Ja, aber also gerne die Aufforderung hier auch an der Stelle. Also schreibt mich ruhig an und wenn ihr mit mir quatschen wollt, dann macht das ruhig. Aber bitte nicht, wenn ich beschäftigt bin. Achtet schon auf den Steam-Status, den Steam-Status. Weil ich den schon versuche so zu setzen, dass er zu dem passt, was ich gerade tue, ne? Und wenn ich abwesend bin, dann bin ich auch AFK, dann könnt ihr mich natürlich anschreiben, aber dann lese ich das halt vielleicht erst eben ein paar Stunden oder Tage später. Also manchmal bin ich da auch ein bisschen langsamer. Gebe ich zu. Ich finde es übrigens interessant, dass hier in der Aufnahme jetzt mein Steam-Overlay drin ist, weil es nämlich bei EU4 zum Beispiel nicht drin ist. Komische Sache. Okay, ihr seht übrigens, ach so, ja genau, ihr habt eben übrigens die Forschung gesehen, die ich jetzt hier gemacht habe. Ich habe tatsächlich jetzt mal hier noch die ganzen Sachen für die Kampagne geforscht, ne? Die Auffrischung des Rekrutenpools, das muss ich mir nur überlegen, ob ich das mache, weil da tatsächlich viel Kohle bei Flöten geht. Also da können wir davon ausgehen, da geht dann jetzt bei unserem aktuellen Einkommen immer so ein Tausender drauf. Das ist mir vielleicht dann doch ein bisschen arg viel, ne? Also da steht dann zwar irgendwie 5% weniger Einkommen, aber das multipliziert sich halt und das ist eigentlich eher immer so der Nachteil. Aber das Einkommen ist insgesamt sehr gut, 7400. Wir haben einige große Armeen aufgestellt. Und ich glaube, damit können wir echt eine Menge Furcht und Schrecken verbreiten. Ja, Ausbau der Getreidegebäude wird jetzt bei mir ein bisschen fokussiert, damit ich auch die entsprechenden Texte weiter forschen kann. Weil es da eben auch noch ein paar sehr sinnvolle Tags gibt. Du bist ein Streiter. Und hier sehen wir schon, der belagert jetzt diese Provinz. Das ist für mich schlecht. Denn wenn er die belagert, da werde ich jetzt nämlich, weil ich diese Provinz hier einnehme, einen Border Boss Modifikator bekommen. So sei es. Ne, ihr seht's. Aber sein 18er Stack ist auch nicht so stark. Wir reparieren erstmal hier die Gebäude. Öffentliche Ordnung ist natürlich immer wichtig. Korruption reduzieren ist auch immer wichtig. Diese Provinz hier besitzen wir jetzt fast vollständig. Wir sind die neue Macht. Aber jetzt ist hier auf jeden Fall der Weg offen nach Osten. Wir bleiben auf Kurs. Wir können ja hier, entweder hier in die befestigte Stellung oder wir können hier plündern. Ne? Wir laufen erstmal hier hin. Vielleicht holen wir uns erstmal die Verstärkung und gehen mal in die befestigte Stellung. Plündern können wir immer noch nächste Runde. Aber ihr seht es halt, ne? Wir haben jetzt plus 68, wir werden nächste Runde nur noch 66 haben. Also man muss wirklich gucken, dass man die Border Wars begrenzt. Ne?
Sonst sind diese ganzen schönen Vorteile futsch. Vergeudet nicht meine wertvolle Zeit. Wir können auch Frieden mit ihm machen. Achso, warte, genau, das ist ja mein Vasall, ne? Ja, dem können wir. Geld schicken für, als Geschenk, ne? Um ihn zu besänftigen. Aber wir können auch jetzt Hellirborg ein Friedensabkommen schicken. Weil die werden sowieso eingenommen werden. Ich habe noch nicht so viele Statthalter zugewiesen, weil da einfach auch die kompetenten Statthalter noch nicht so da sind, ne? Wenn wir übrigens mal in den Handel gucken, ihr seht schon, da kommt echt viel zusammen, ne? Das sind schon so ein paar tausend. Insofern bietet sich das für uns durchaus auch an, mehr Handel zu treiben, ne? Wir müssten uns vielleicht noch irgendwann einen Verbündeten in Irland suchen. Aber die finden uns halt alle doof, ne? Wir haben so viel Nahrung. 1021. Haben wir momentan überzählig, ne? Das ist halt auch so witzig. Man schafft es ja dann in einer gewissen Etappe des Spiels auf über 1000 Nahrung, aber nur auf 27 Heerbanner. Wir werden unser Möglichstes tun. Errichtet die Befestigungsanlage. Und die Tarne, wenn man die baut, das dauert einfach 100 Jahre, ne? Also, wenn man nur Tarne haben will. Ja. Aber der Krieg gegen Northumbria, der ist unausweichlich, das müssen wir machen. Hier habe ich übrigens noch die Möglichkeit, eine weitere Armee zu rekrutieren. Auch hier bauen wir die Gebäude nochmal aus. Und die Städte gefallen mir gut, ne? Also, es sieht schön aus. Ist natürlich alles stilisiert, aber gefällt mir sehr gut. Ich habe übrigens nicht das Nonnenkloster gebaut. Das Nonnenmünster hätte man hier machen können, aber ja, die Vorteile, die es mir jetzt gebracht hätte, dafür wurden die Männer, also das hätte mir noch mehr öffentliche Ordnung gegeben. Ich habe hier so viel öffentliche Ordnung in der Provinz drin, also war auch nicht mehr wirklich nötig, ne? Ja, Verbesserung der Schwerkämpfer müssen wir auch noch erforschen. Das ist ganz wichtig. Ich meine, die sind halt schon deutlich besser, ne? Die haben alleine 20 Punkte mehr Rüstung. Das macht schon viel aus, ne? Also gut, klar, da sind Axtkämpfer dann wieder stark gegen, aber für Schwertkämpfer wird das schon eine harte Nuss. Und hier, naja, gut. Rüstung, Feuerrate, Genauigkeit. Naja. Ja, aber 2 Punkte brauchen wir noch. Dann haben wir den Maximalwert erreicht, ne? Und den sollten wir auf jeden Fall haben, bevor wir mit Northumbria Krieg führen, weil es ist davon auszugehen, dass aufgrund der ganzen Grenzkonflikte der eher runtergehen würde, ne? Vielleicht machen wir sonst auch noch ein Friedensabkommen hier mit Hellirborg, weil ich hoffe, ihr strapaziert heute nicht meine Geduld. Das ist so ätzend, dass die KI nie mehr als 300 Gold ausgeben. Ich wünschte, es gäbe eine Situation, ne? Naja, egal. Aber machen wir den Frieden, dann kriegen wir auch den Border Wars Modifikator nicht mehr. Und durch das Friedensabkommen haben wir nochmal 5 Punkte zusätzlichen Kriegseifer bekommen. Also man kriegt, das ist auch ganz witzig, ne? Durch ein Friedensabkommen bekommt man Kriegseifer. Das ist eigentlich irgendwie auch, also es ist noch nicht so ganz schlüssig für meine Begriffe. Ist nicht so ganz schlüssig. Ja. Der hat da plündernde Horden in seiner Provinz. Das wird ihm auch keinen Spaß machen, ne? Genau, Northumbria, und als nächstes müssen wir dann mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal alles Gute und freue mich darauf, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Dann werden wir auf jeden Fall
Northumbria den Krieg erklären. Und vielleicht wird ja auch nochmal ein Vasall abtrünnig, wer weiß. Bis dahin, in diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.